der Toto Wolff jetzt der neue Netflix-Star werden. Ja? Der wird Günther Steiner ablösen, weil mit seinen emotionalen Ausbrüchen und Kopfhörer wegschmeißen, wird auf jeden Fall der neue Star in der Serie. Lewis Hamilton gegen Max Verstappen, das war das Duell der Fahrer. Toto Wolff gegen Christian Horner, das war das Duell der Teamchefs. Auch da ging es teilweise ziemlich hoch her, da ging es ziemlich emotional zu und es wurde eine ganze Menge gestichelt und gezündelt. Genau darüber habe ich mit unserem Formel-1-Experten Marc Surer gesprochen, wie er das erlebt hat und auch, ob sowas in der Vergangenheit schon mal gegeben hat. Und er erzählt in diesem Video eine wirklich witzige Geschichte darüber, wie Bernie Ecclestone früher so solche Auseinandersetzungen zwischen Teamchefs geregelt hat. Marc, hast du für eine der beiden Seiten in diesem Jahr mehr Sympathie gehabt als für die andere bei diesem Thema? Ja, der Jonathan Wittli ist ja meistens sehr diskret und sehr höflich vorgegangen gegen den Rennleiter. Von dem her muss man sagen, da war bei der Ton von Mercedes schon ein bisschen ein anderer. Also jetzt ist es natürlich eskaliert beim letzten Rennen, aber grundsätzlich muss ich sagen, war der Ton von seitens Red Bull ein bisschen verhaltener. Abseits der Strecke ist es ja auch nicht immer nett zugegangen. Ja, ich kann mich erinnern, der Toto Wolff hat, glaube ich, Christian Horner mal eine Windbag genannt, aber die Dinge kamen auch genauso zurück. Die müssen wir jetzt nicht alle nochmal aufzählen. Wurde da für dich ein Bogen überspannt manchmal, oder gehört das dazu, wenn in der Königsklasse des Motorsports zwei Teams aufeinandertreffen? Es gehört dazu, weil wir dürfen nicht vergessen, früher war es ja so, dass die Fahrer gegeneinander gestichelt haben, aber die Fahrer waren sehr höflich miteinander, sehr zurückhaltend. Und deswegen muss man ganz klar sagen, braucht es einfach diese Konfrontation zwischen den Teams. Und Toto Wolff, sein Problem war, dass er ja noch Christian Horner und den Helmut Marko gegen sich hatte, also das heißt zwei gegen einen. Wenn du dich so an deine eigene Zeit ein bisschen zurückerinnerst, wer waren da die schlimmen Finger? Also wer war dafür bekannt, dass er in Interviews mal gut austeilt und vielleicht nicht immer die diplomatischen Worte dafür findet? Also, ich kann mich da eigentlich nicht wirklich speziell an eine Situation erinnern. Es wurde auch damals immer von Bernie alles geregelt. Ja? Der hat, wenn zwei sich gestritten haben, hat er die zur Seite genommen, an einen Tisch gesetzt. Ein gutes Beispiel, weil einfach in dem Zusammenhang: Die Teams waren irgendwann mal uneins und dann hat er ein sogenanntes FOCA-Meeting, also ein FOM-Meeting, würde man heute sagen, einberufen. Ist ins Zimmer gekommen, in einem Hotel, hat die Tür abgeschlossen, den Schlüssel in den Sack genommen und sagt, geht keiner raus, bis wir eine Lösung haben. So war Bernie. Und vielleicht würde das auch heute wieder gut tun, wenn wir so jemand hätten. Sind vielleicht auch, weil dieses Jahr ist es ja an einigen Stellen ein bisschen eskaliert, sind vielleicht auch ein bisschen wir Medien dran schuld, weil wir uns natürlich auf all diese Geschichten stürzen und weil alles heutzutage gleich eine Geschichte ist. Es war ja früher ganz anders. Da kam am Dienstag die Motorsport aktuell und sonst war die Formel 1 eigentlich kein großes Thema. Heute gibt es tausende Artikel, zu jeder Aussage im Internet. Ja, und eben, es sind ja auch emotionale Geschichten dabei. Und so gesehen wird sicherlich der Toto Wolff jetzt der neue Netflix-Star werden. Ja? Der wird Günther Steiner ablösen, weil mit seinen emotionalen Ausbrüchen und Kopfhörer wegschmeißen, wird auf jeden Fall der neue Star in der Serie. Vielleicht haben die ja, um den Kopfhörer-Sponsor besser in Szene zu setzen, das Ganze absichtlich inszeniert. Wer weiß, in der Formel 1 wird mich nichts mehr wundern. Was wir auch erlebt haben 2021, Marc, ist ein Theater. Ich kann mich gar nicht mehr an alles erinnern, um technische Direktiven, um Vorwürfe. Es ging um den Frontflügel, es ging um den Heckflügel. Ist der flexibel oder nicht? Dann kam plötzlich dieser Motor von Lewis Hamilton in Brasilien, wo Red Bull so ein bisschen in Interviews immer den Eindruck geschürt hat, boah, wie geht das, was natürlich im Subtext nichts anderes bedeutet hat, als wir vermuten, dass da vielleicht was getrickst wurde. Hängen geblieben davon ist letztendlich eigentlich nichts. Also es wurde keine irgendwo Strafe oder ähnliches ausgesprochen. Die FIA hat teilweise Dinge nachgezogen. Aber glaubst du, kannst du dir vorstellen, dass da irgendjemand vielleicht doch getrickst hat und es ist einfach nicht aufgefallen? Geht sowas noch in der Formel 1 heutzutage? Nein, ich kann mir es eigentlich nicht vorstellen. Ein Joe Bauer hat ein gutes Auge, der weiß,
Klar, in den Motor reinschauen, das kann man ja während des Rennens nicht wirklich. Aber auf der anderen Seite kann ich mir das auch nicht vorstellen, weil wenn die irgendwas machen würden, irgendjemand weiß das ja im Werk, wenn irgendwie betrogen wird. Und wir haben ja schon gesehen, dass Red Bull hat ja Mercedes-Mitarbeiter abgeworben und so weiter. Das heißt, irgendjemand würde dann auch plaudern. Deswegen kann sich ein Werk das überhaupt nicht erlauben. Und es blieb halt bei diesen flexiblen Flügeln, aber da geht halt jeder an seine Grenze und Red Bull musste sie ja nach Baku ändern, haben aber gleich das nächste Rennen gewonnen und somit war das wieder hinfällig, die ganze Geschichte. Und auch Mercedes hat ja mit flexiblen Flügeln gearbeitet und plötzlich waren die doch legal, nachdem die Messmethoden verschärft wurden. Also da arbeiten alle ein bisschen im Grenzbereich, aber dass jemand betrügt, glaube ich nicht. Was mir dieses Jahr sehr gut gefallen hat, Marc, war aus der Sicht des Journalisten. Auf der einen Seite haben wir sehr ungeschliffen Helmut Marko, ein bisschen ungeschliffen Christian Horner und auf der anderen Seite eher den Gegenpol, zumindest in den meisten Fällen. Abu Dhabi, die Funksprüche muss man davon, glaube ich, ausnehmen, aber in den meisten Fällen Toto Wolff, der dann doch ein bisschen besonnener war. Wie hast du insbesondere Toto Wolff wahrgenommen und nimmst du ihm diese Gelassenheit, die er nach außen zumindest sehr oft darstellt, nimmst du ihm die ab? Glaubst du, die ist echt? Also ich kenne ihn eigentlich nur so, ja, dass er sehr souverän ist, überlegt ist. Die Emotionen, die wir dieses Jahr gesehen haben, die sind neu für mich, oder? Wahrscheinlich für alle, weil dass er da Kopfhörer wegschmeißt und gestikuliert. Das ist nicht der Toto Wolff, den wir gekannt haben, aber das ist natürlich schon so, wenn man nach so vielen WM-Titeln plötzlich merkt, dass einem die Fälle davon schwimmen. Dann flippt halt auch ein mancher aus. Und das ist ja eigentlich nur menschlich. Letzte Runde Abu Dhabi. Dieser Toto Wolff, den wir bis dahin nicht gekannt haben, sagt Michael Masi am Funk, das ist nicht richtig und du musst das Rennergebnis in Runde 57 reinstate, hat er gesagt im Englischen. Also sozusagen, du musst dieses Ergebnis verwenden. Darf er das? Ist das nachvollziehbar in der Emotion dieses Moments oder ist das für dich ein komplettes No-Go, wo er eine Grenze überschritten hat? Eigentlich hat er da sicherlich eine Grenze überschritten. Und ich glaube, da müssen Sie auch die ganze Funkgeschichte regeln. Weil es kann nicht sein, dass da jeder vom Team, also natürlich der Teamchef kann immer alles overrulen, aber schlussendlich müsste man eigentlich einen Mann haben, der mit der Rennleitung spricht und fertig. Und nicht dieses Bestürmen des Rennleiters von allen Seiten, das ja vor allem, sagen wir, in Brasilien gut zu hören war. Also ich glaube, dass sie da irgendwas Neues erfinden müssen. Und das Schlimmste ist ja, dass die Zuschauer neuerdings mithören und auch mithören, wenn es da eben so Unsicherheiten gibt. Ich finde, diese Geschichte muss neu geregelt werden, die Kommunikation zwischen dem Team und der Rennleitung. Weil ich habe hier mit Derek Warwick gestern am Pool gesessen und mit ihm diskutiert und Das Derek war ja Warwick. einer der vier Stewards Der beim war Saisonfinale, glaube Stuart, genau, und hat gesagt, du glaubst nicht, was da oben losgeht. Ihr hört ja nur die zwei Top-Teams, aber alle anderen Teams haben ja auch irgendwelche Wünsche und beschweren sich. Das heißt, da ist die ganze Zeit Talk auf diesem Kanal. Und er sagt, das ist ja unglaublich und der arme Kerl muss ja dann auch noch Entscheidungen treffen, wo er die Ruhe braucht zu überlegen. Wir haben inzwischen Bilder gesehen, die im Internet die Runde machen, wie Toto Wolff gefeiert hat. Ja, da war auch ein bisschen Alkohol im Spiel. Er hat sich von seinen Leuten tragen lassen. Es wurde getanzt, und gejubelt. Ist das jetzt nach einem Tag, wo man die Fahrer-WM verloren hat, angemessen? Soll er das tun? Oder ist das im Gegenteil vielleicht sogar positiv, um das Team auch wieder ein bisschen aufzurichten? Und die Konstrukteurs-WM, die haben sie ja gewonnen. Wollen wir das mal nicht unterschlagen? Erstens haben sie die Konstrukteurs-WM gewonnen, was ja fürs Team wichtig ist. Vor allem gibt es Geld für die Mechaniker, weil die normalerweise im Preisgeld teilhaben. Und das andere ist, er hat ja fürs Team gekämpft. Dieser Protest, der sicherlich ein bisschen negativ in der Luft hängt, auf der anderen Seite hat er fürs Team gekämpft und gesagt, das lassen wir uns nicht bieten. Das heißt, er war, wie ein Löwe hat er sich vors Team gestellt und da gekämpft. Und deswegen darf er sich auch feiern lassen. Ich habe eine Sendung gesehen, wo Norbert Haug gesagt hat, und Gerhard Berger hat das glatt unterschrieben, gut, dass es bei uns keine Handys gegeben hat. Was waren denn so die wildesten und besten Formel-1-Partys, an die du dich vielleicht noch erinnern kannst?
Oder kannst du dich an die nicht mehr erinnern? Ich kann mich mal an eine erinnern, da war ich damit dabei bei McLaren. Dieser Ron Dennis, der ja immer so korrekt und brav war, der saß irgendwann am Boden mit dem Bier in der Hand. Also das ging drunter und drüber. Und wir waren alle nass, alle vollgespritzt. Also es war ein Chaos. Und eben das bei einem Ron Dennis, da, wo man ja praktisch vom Fußboden normalerweise in der Garage essen konnte, der immer so penibel war, der ist völlig ausgeflippt. Kannst du das zeitlich ungefähr einordnen noch? Ja, das war halt in der starken McLaren-Zeit in den 80er Jahren. Ich kann aber nicht mehr genau sagen, wann. Da hat später dann ja auch, wurde mir zumindest erzählt, Norbert Haug immer gut Sitzfleisch gehabt, bis früh morgens manchmal. Ja, allerdings mit Norbert Haug, da hat es auch solche Feinde gegeben und das kam gar nicht in Frage, dass einer morgens um zwei nach Hause geht. Ja, da musste man weiter feiern. Du bleibst jetzt hier und dann wurde weiter gefeiert. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann hilfst du uns und unterstützt unsere Arbeit, indem du uns ein Like da lässt, indem du uns, das würde uns ganz besonders freuen, Feedback hinterlässt als Kommentar, was gefällt dir an den Videos, was gefällt dir weniger, was können wir in Zukunft noch besser machen und welche Themen interessieren dich ganz besonders. Und wenn du noch mehr von Marc Surer sehen möchtest, dann verlinken wir dir zum Weiterschauen noch eine Playlist.